Sie sehen LNN, Luthers neueste Nachrichten. Heute ist der 7. April 1521. Für Sie im Studio Katharina Köhler. Sehr geehrte Damen und Herren, am Nachmittag des gestrigen 6. April 1521 traf die Reisegesellschaft des Dr. Martin Luther unter dem Schutz des Reichsheroldssturm in Erfurt ein. Luther kam von Naumburg her nach Erfurt. In Naumburg hatte er im Hause des Bürgermeisters übernachtet. Seine Reise führte ihn auch über Weimar. Dort versah ihn Herzog Johann, der Bruder des Kurfürsten, mit weiterem Zehrgeld. Ganz anders als in Leipzig nahm die Erfurter Bevölkerung größten Anteil an der Ankunft des berühmten Professors aus Wittenberg. Luther hatte in Erfurt Jura studiert, bis er als Mönch in das Erfurter Augustiner-Eremitenkloster eintrat. Der Rektor der Erfurter Universität, Georg Sturz, ritt Luther mit weiteren 40 Berittenen entgegen. Der Einzug in die Stadt gestaltete sich als festlicher Empfang. Am heutigen Morgen, dem 7. April 1521, predigte Professor Dr. Martin Luther in der Erfurter Augustinerkirche. Die Kirche war völlig überfüllt. Die Emporen drohten unter dem Gewicht der Menschen zusammenzubrechen. Einige Leute schlugen bereits die Fenster der Kirche ein, um gegebenenfalls durch sie entkommen zu können. Ein entsprechender Unfall blieb aus, Gott sei Dank. Luther wirkte besorgt. In Naumburg hatte ihm ein Ortsgeistlicher eine Darstellung des Ketzers Girolamo Savonarola auf dem Scheiterhaufen überreicht. Auch hatte ihn die Nachricht vom Sequestrationsmandat des Kaisers erreicht, dass einer Vorverurteilung gleichkommt. Reichsherold Sturm fragte Luther, ob er die Reise fortsetzen wolle. Luther antwortete mit den Worten: Selbst wenn es in Worms mehr Teufel als Dachziegel gibt, soll mich das nicht abhalten. Im Laufe des Tages reiste Luther weiter in Richtung Gotha, wo ebenfalls eine Predigt von ihm erwartet wurde.